Hallo ihr Lieben, heute bin ich mal wieder da mit einem neuen Video und mit einem ganz speziellen Thema, nämlich der Geburtstag im Waldorf-Kindergarten. Der Geburtstag im Waldorf-Kindergarten ist immer was ganz Besonderes und jedes Mal, wenn wir hier Geburtstag feiern, dann stelle ich fest, dass ich auch gerne in einem Waldorf-Kindergarten gewesen wäre. Weil es wirklich ein sehr liebevoller, besonderer und stimmungsvoller Ort ist, Bereich ist und eben auch ein ganz besonderes Fest. Das individuelle Fest sozusagen. Genau, der Geburtstag ist sehr umfangreich. Also ich denke, ich könnte jetzt stundenlang über den Geburtstag erzählen, aber das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen, sodass ich diesen Bereich vom Geburtstag noch ein bisschen aufteilen werde in verschiedene kleine Videos, sodass man dann immer auch darauf zugreifen kann, wenn ihr ein Lied braucht oder ein Vers oder einen bestimmten Hintergrund zu den Dingen. Genau, dann ist es immer ganz praktisch, wenn man mehrere kleine Videos hat. Ganz grundsätzlich möchte ich euch gerne etwas zu dem Ablauf sagen, beziehungsweise vorneweg noch etwas zum Geburtstag sagen. Jeder, der einen Waldorf-Kindergarten kennt, der sich mit der Waldorf-Pädagogik beschäftigt, der etwas hört darüber, der weiß, dass wir den Mensch beziehungsweise das Kind als ein besonderes Wesen sehen, aus Körper, Seele und Geist. Und wir wissen, dass genau das Entscheidende ist in der Arbeit mit den Kindern, wie unsere innere Haltung das Feiern eines Festes bestimmt. Das heißt, wenn ich weiß und daran glaube, dass die Kinder eben von der Himmelswiese kommen, aus der geistigen Welt zu uns hier auf die Erde, dann macht es nochmal einen ganz, ganz großen Unterschied beim Feiern und eben auch bei dem, wie wir Bezug zum Geburtstag aufnehmen. Und wir fangen ganz einfach mal mit dem Geburtstagstisch an, den habe ich jetzt für euch schon mal hergerichtet. Der Geburtstagstisch, der ist rund. Hoffentlich überall. Nein, wenn nicht, ist es nicht schlimm. Aber wir haben uns einen runden Geburtstagstisch gewählt, weil einfach das Runde am harmonischsten ist und wir natürlich darauf achten, welche Tücher wir hernehmen. Das wird wahrscheinlich auch jeder Waldorf-Kindergarten ein bisschen anders greifen und das ist auch gut so, weil jeder auch sich ganz anders mit den Hintergründen beschäftigt. Jeder ganz anderen Bezug zum Geburtstag hat und jeder auch unterschiedliche Bilder und Dinge aus der Waldorfpädagogik aufgreift und auch wählt. Also da gibt es zwar kein richtig und kein falsch, ne, aber wir schauen halt schon, dass die Dinge stimmig sind, besonders für die Kinder und für uns natürlich nachvollziehbar, damit es dann am Ende auch ein gutes Bild ergibt. Wir haben uns jetzt gelb als Grundton gewählt für das Licht, für die Sonne. Wir sind Licht, wir kommen aus dem Licht und deswegen ist das Gelb auch das Symbol dafür. Oben drüber haben wir ein Regenbogentuch gewählt und wir hören es immer wieder bei der Geschichte, der Regenbogen, der das Himmelstor ist und der alle Farben ineinander vereint. Deswegen wählen wir am Geburtstag das wunderschöne Regenbogentuch. Auch da ist es uns ein Anliegen, dass die Tücher natürlich gebügelt sind, dass sie schön sind, dass sie schön fallen, dass sie schön miteinander abgestimmt werden. Genau, bilden dann die Grundlage für den Rest vom Tisch. Das heißt, wir haben einen wunderbaren Kerzenkreis mit der Anzahl der Kerzen, je nachdem wie alt das Kind geworden ist. Jetzt habe ich mal die 5 Kerzen gewählt. Und in der Mitte steht das Lebenslicht, was wir als allererstes beim Geburtstag anzünden. Und wir haben um die Geburtstagskerzen Edelsteine gewählt. Da komme ich dann später nochmal dazu, warum bestimmte Dinge hier bei uns auf dem Geburtstagstisch liegen.
Dann gibt es einen wunderschönen Blumenstrauß, eine Karte, ein Geburtstagsgeschenk. Wir haben unsere schönen Streichhölzer, die wir immer ganz gerne hernehmen. Und wir haben eine wunderbare Krone gefilzt, die wir immer an unsere Tür hängen, wenn Geburtstag ist. Das heißt, dann wissen die Kinder und die Eltern schon, heute ist Geburtstag. Das ist ganz schön. Und wir haben diese wunderbare Zauberdose. Und in dieser Zauberdose ist eine kleine Klangkugel drin, die auch für etwas ganz Besonderes ist, was ich euch einfach später gern zeigen möchte. Und wir haben eine Glöckchenkette, die liegt um die Kerzen hier drumherum. Die könnt ihr vielleicht noch nicht ganz sehen. Die zeige ich euch später auch. Genau, die wird dann auch nochmal zum Einsatz kommen. Wir haben unser Öltröpfchen auch auf dem Geburtstagstisch liegen. Das ist immer das Erste, was wir machen, wenn wir im Morgenkreis sitzen oder im Stuhlkreis sitzen, dass wir ein kleines Öltröpfchen verteilen. Da gibt es auch schon ein Video von mir, in der es um Verse und Lieder geht, wie man ein Öltröpfchen begleiten kann. Genau, wir haben auch ein paar Rosen, getrocknete Rosenblätter auf dem Tisch liegen, die den Geburtstagstisch schmücken und unser Kerzenlöscher, der aber gerade beim Saubermachen ist. Genau. Und dieses wunderbare Klangspiel, das bringe ich auch später noch zum Einsatz, was auch immer auf unserem Geburtstagstisch steht. Genau. Und daneben habe ich euch den Geburtstagsstuhl aufgebaut. Das heißt, da wird unser Geburtstagskind Platz nehmen. Auch mit der Farbe Gelb und einem kleinen Schneckenband drumherum gewickelt. Da ist unsere schöne Geburtstagskrone. Wir haben uns dieses Jahr von unseren Papierkronen verabschiedet und fanden diese Variante aus Filz schöner. Unsere Kolleginnen haben die gefilzt in der Ferienbetreuung und sich ganz arg, ja, mit Liebe mit dieser Krone, mit diesen Kronen verbunden. Und seitdem nehmen wir sie gerne für unsere Geburtstage. Genau. Also das war jetzt mal so eine kleine Einführung. Und dann kommen wir einfach gleich im nächsten Video zu dem Feiern des Geburtstags.